Hallo, willkommen zur nächsten Folge von Stricker TV. Wieder fast live bei mir im Studio ist Erwin Kessler. Wir reden dieses Mal ein weiteres Mal aus traurigem Anlass über das Thema Fake News. Fake News ist ja nicht nur im Zusammenhang mit Donald Trump ein Thema, sondern eben auch in den kleinen Redaktionsstuben in der Schweiz, in der Ostschweiz, tummeln sich sehr motivierte Leute, die nicht unbedingt daran interessiert sind, die Wahrheit zu berichten. Das ist ein großes, böses Statement, aber Herr Kessler ist hier, um dieses Statement zu untermauern. Hallo, Erwin. Hallo. Okay, wir haben also bereits in der letzten Sendung gezeigt, dass du ein Video zugespielt bekommen hast, glaube ich, wo ein Schafzüchter, wenn man so sagen will, eigentlich eher ein Schafwerfer ist. Ein Schafmester. Ein Schafmester. Produziert okay. Fleisch, ja. Genau. Und man sieht auf diesen Videos, vielleicht kann man das erste Video bereits jetzt einspielen, man sieht bei diesen Videos immer wieder, wie er Schafe herumwirft oder mit einem Holzscheit auf die Schafe einschlägt. Und in diesem Zusammenhang wurde nachher eine ganze Geschichte losgetreten. Verschiedene Medien haben das aufgegriffen, vom Blick, den Tagesanzeiger, glaube ich. Das haben wir alles in der letzten Sendung im Detail besprochen. Und zuerst wurde behauptet, das Video sei gefälscht. Und dann hat es geheißen, als dann quasi klar war, dass das Video echt ist, hat es geheißen, das sei ganz normal, das sei keine Tierquälerei, das sei gang und gäbe im Stall und quasi artgerechte Tierhaltung. Und das wirklich Faszinierende jetzt ist, es gab einen Beitrag in der Ostschweizer Sendung Teletop, wo lustigerweise nicht behauptet wurde, dass das Video gefälscht ist, aber sie stellen Erwin Kessler als Gläubigen dar, der glaubt, dass das Video echt ist und haben wirklich die, ich sag mal, sehr kreative Idee, selber gefälschtes Material in die Sendung einzuspeisen. Das muss man sich mal reinziehen, oder? Zuerst behaupten sie, die Medien behaupten zuerst, das Video sei gefälscht. Als dann klar war, dass es nicht gefälscht ist, heißt es, es sei harmlos, es sei normal, artgerecht quasi. Und dann, wenn das Tele-Ostschweiz das Thema aufgreift, produzieren sie selber Fake News und sagen, das, was Erwin Kessler als Video präsentiert, glaube er, sei echtes Material. Also muss man sich reinziehen. Aber warum rede ich so lange darüber? Weil unser besonderer Gast hier weiß es alles viel besser. Habe ich irgendetwas schlecht zusammengefasst oder möchtest du etwas ergänzen dazu? Nein, perfekt. Jetzt schauen wir das Video und ich sage, was man dort sieht. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem Originalvideo. Da sieht man, wie er Schafe über eine Abschrankung wirft. Das geht eine Viertelstunde so. Und nachher sieht man dann, wie er mit einem Stock auf die Dame mit Tritten und Kniestößen traktiert er die Schafe. Vielleicht kannst du schon vorspulen an die Stelle. Und jetzt beginnt er mit einem Stock auf die Schafe einzuschlagen. Es ist ganz klar erkennbar, es ist ein Stock, ein kurzer Stock mit schnellen Schlägen. Genau, das sieht man sehr gut. Tack, tack. Ist wie ein Holzscheit oder so. Nachher zeigen wir dann, was Teletop daraus gemacht hat. Wollen wir das gleich jetzt zeigen? Vielleicht das Beste, oder? Jetzt können wir die Sendung Teletop kurz einblenden. Dort hat ein Kantonsrat, Huber von der BDP, behauptet, man sehe in diesem Video keine Tierquälerei. Also was wir gezeigt haben, das ist für ihn keine Tierquälerei, das ist normaler Umgang mit Schafen. Können wir das mit Ton einspeisen vielleicht? Kannst du mal schauen? Schon der Roland Huber, der bereits in der Untersuchungskommission vom Pandemie war, hat die Demonstration aber weder Hand noch Fuß. Ich finde sie völlig fehl am Platz. Sie hat keinen Grund, denn wenn jemand objektiv den Fall angeschaut hat, dann nachher muss man sagen, da wird Stimmungsmache betrieben. Und ich hätte vom Herrn Kessler ein bisschen mehr objektives Beurteilungsvermögen erwartet. Denn wenn man das wirklich seriös anschaut, dann nachher hat es da keine Anhaltspunkte auf die Quälerei. Okay, also es hat keinen Anhaltspunkt. Wenn man objektiv ist und das Ganze nüchtern anschaut, ist keine Tierquälerei. Und ich nehme an, mit Schietli, ist es kein Anlass für Tierquälerei, ist es keine Tierquälerei, sondern mit Holzscheiten auf ein Schaf einzuschlagen, ist einfach
Artgerechte Tierhaltung. Ja, auch Tritte und Kniestöße und Herumwerfen, ja. Das ist alles keine Tierquälerei. Wie muss man denn das, wie kann man das denn objektiv genug schauen, bis man das als artgerecht empfindet? Das wäre eine gute Frage. Das kann man nicht. Ja. Es wird eben darauf spekuliert, dass der Leser, Zuschauer, das Video nie gesehen hat. Thurgauer Zeitung hat x-mal behauptet, das sei alles normal. Kein Thurgauer Leser der Thurgauer Zeitung hat das Video jemals gesehen, wenn er nicht sich die Mühe gemacht hat, auf unsere Website zu gehen. Solche Leute, die nur die Thurgauer Zeitung lesen, die kann man natürlich so einlullen. Was ich nicht ganz verstehe, warum berichten Sie überhaupt über den Fall? Also wenn es ja wirklich, ich sage mal, wenn ich jetzt wirklich einen Masterplan hätte, um irgendwelche Leute zu schützen, dann würde ich einen solchen Anlass einfach totschweigen. Ja, das hat einen einfachen Grund. Weil Thurgauer Zeitung hätte das schon nicht gebracht. Aber der Ablauf war folgendes. Wie ich habe das Video original in ganzer Länge mehreren Medien geschickt, am Tag X veröffentlicht, nach Vorbereitung, nach Prüfung des Videos. Ich bin dann vor Ort gewesen, habe das gecheckt. Dann habe ich es veröffentlicht. Und zwar eben mehrere Medien. Nicht nur hat zum Glück noch ein paar Medien, nicht nur eins. So weit kommt es dann auch bald. Und das kam sehr gut an, vor allem online, auf der Online-News wurde das Videoausschnitte gezeigt und die Medien haben das als Schockvideo bezeichnet, weil man ist schockiert, wenn man das ganze Video sieht. Gop hat sich sofort erklärt, das dulden die nicht. Großabnehmer von diesem Schafquäler ist Gop Bell und haben gesagt, sie stellen sofort die Abnahme vom Fleisch ein. YouTube hat unser Video zensuriert mit der Begründung, es sei Gewaltdarstellung. Und das ist ja, genau. Phase. Das haben wir im letzten Video schon ausführlich besprochen. Ja. Ist Gop dabei geblieben, dass sie kein Fleisch mehr bezieht? Ja, bis jetzt schon, das können die auch gut. Es wird erst ein Ostern wieder der Bedarf nach Osterlämmer und jetzt nicht so los. Vergraben. Okay, aber jetzt, um wieder auf den Fall zu kommen, eben wenn wir jetzt von Teletop reden, ich denke, es kann nicht einfach nur Boshaftigkeit gewesen sein. Ich möchte nicht spekulieren, aber war das ein handwerklicher Fehler von denen oder wie würdest du das beurteilen? Darauf komme ich zurück. Bleiben wir mal bei den Tatsachen. Mhm. Nach diesem Statement von diesem Kantonsrat Huber, der sagt, man sieht keine Tierquälerei, wurde das untermauert von Teletop mit einem gefälschten Video, das nachgestellt wurde. Und die ganze Szene aus einer ähnlichen Perspektive, aber völlig verharmlost. Man sieht dort effektiv keine Tierquälerei. Damit wurde die Aussage von Huber untermauert. Und das ist eigentlich der Skandal. Jetzt schauen wir mal an, wie das dann aussah. Im Originalbericht von Teletop. Also Teletop, genau, ja. Im Bericht von Teletop. Video vom angeblichen Tierquäler von Herrenhof hat. Das ist noch Originalvideo und dann wird angehängt, das ist jetzt gestellt. Mit einem lockeren Seil hat er da auf die Abschrankung geschlagen. Um die Schafe einzuschüchtern. Ja, oder? ja, so wird es dargestellt. Und der Zuschauer hat keine Möglichkeit zu durchschauen, dass das nicht Originalvideo ist. So werden die Zuschauer manipuliert. Und du hast jetzt die Frage gestellt, war das ein Fehler, ein Versehen? Kann sein, aber es sieht nicht ganz so aus. Nämlich wenn man jetzt, ich habe Teletop gemahnt, die sollen das sofort löschen und richtigstellen. Und ich habe ihnen einen Vorschlag gemacht, wie man das außergerichtlich sich einigen kann. Dazu verlangte ich eine Richtigstellung, die diesen Namen verdient. Ich sagte, ich will die Gelegenheit bekommen, jetzt zu dieser gestellten Szene Stellung nehmen zu können und der Unterschied zum Originalvideo, also auf eine Seite, was eben die Täuschung ist, diesem gestellten Video, wo es harmlos ist, wenn man genau hinschaut, und das analoge im Originalvideo, wo es ganz klar Tierquälerei ist. Dann hätte ich gesagt, damit wäre das dann richtig gestellt. Teletop ist darauf nicht eingegangen, sondern hat
verbal zwei, drei Sätze sich entschuldige, dass man habe einen Videoausschnitt gezeigt, das nicht aus dem Original war, fertig. Am Ende, kurz nach 15-minütiger News-Sendung, wo wahrscheinlich die Leute schon abgeschaltet haben, und wer da kurz das noch mithörte, der wusste eigentlich gar nicht, um was es geht. Und das akzeptiere ich nicht. Jetzt läuft ein Beschwerdeverfahren, Gerichtsverfahren gegen Teletop. Gegen Teletop und eine Programmbeschwerde bei der UBI. Kann man eine Firma einklagen dafür? Oder muss ja, natürlich. Das sind juristische Personen. Mhm. Und die Programmverletzung besteht darin, das ist eine Verletzung des Sachgerechtigkeitsgebots. Also etwas Falsches ist nicht sachgerecht. Und die Zuschauer hatten keine Möglichkeit, sich das zu merken, sich eine eigene richtige Meinung zu bilden. Das sind so immer die Kriterien, ob eine Sendung programmgerecht ist, also den Voraussetzungen der Lizenz, der Sendelizenz genügt. Und im Persönlichkeitsschutzverfahren, wo ich vor Gericht einklage, mache ich geltend, man hat uns dargestellt als jemand, der Tierquälereien veröffentlicht mit großem Lärm, die gar keine sind. Wir täuschen die Zuschauer, die Leser mit Aufbauschen und Erfinden von Tierquälerei. Das ist für eine gemeinnützige Tierschutzorganisation ein außerordentlich schwerwiegender Vorwurf. Weil wenn das stimmen würde, hätten wir jede Existenzberechtigung verloren. Also eine Tierschutzorganisation, die Tierquälerei erfindet und die Leser täuscht, Tierquälerei behauptet, wo es überhaupt keine gibt, die müsste man boykottieren, dürfte man nichts mehr spenden, die hätte keine Existenzberechtigung. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf und das habe ich auf dem Gerichtsweg eingeklagt. Wenn ein BDP-Politiker so eine Aussage trifft, wo man ja, ich nehme an, der hat ja die Videos gesehen, sonst würde er sich nicht anmaßen, dass er ein objektives, nüchternes Urteil fällen kann. Und wenn er das Video ja gesehen hat, ich weiß nicht, man kann nicht zu einem anderen Schluss kommen, als dass da Tierquälerei stattgefunden hat. Es wurde auf Schafe eingeprügelt, sie werden herumgeworfen. Was ist die Motivation, dass er sich so eine Blöße gibt und eigentlich vor die Kamera tritt und sich selber als, ich würde mal sagen, entweder als völliger Ignorant oder sogar als jemanden, der die Unwahrheit sagt, vor die Kamera tritt? Er verliert die Glaubwürdigkeit. Allein auf Leiter Flur würde sich das nicht getrauen. Aber es ist eine konzertierte Aktion gegen uns. Die Thurgauer Zeitung, vor allem als Sprachrohr des Establishment, des Politfilzes in Thurgau, hat in mehreren Beiträgen auf diese Art hingearbeitet und der Leserschaft plausibel gemacht, man sehe da keine Tierquälerei. Die Leser haben das Video meistens nicht gesehen, wer nicht sich die Mühe mitnimmt, auf die Website zu gehen. Und Huber hat sich dem einfach angehängt. Es wurde dann auch durch andere Medien, nach dem ersten Schock, wo es als Schockvideo dargestellt hat, kam dann diese Verharmlung. Zuerst wurde gesagt, das sei wahrscheinlich nicht echt. Als das widerlegt wurde, sagte man, du hast es schon zusammengefasst. Ja, man sieht gar keine Tierquälerei. Also zuerst ist es Schock, dann ist es gar keine Tierquälerei. Und Huber hat sich dieser Kampagne angeschlossen. Warum? Ja, man will das nicht wahrhaben. Das Image der Landwirtschaft. Es gibt keine Tierquälerei in der Schweiz, in Thurgau auch nicht. Die Behörden haben alles im Griff. Das war ja die Masche bei Höfenhofen. Da kürzlich die Pressekonferenz, da wurde alles verharmlost. Ja, es sei ein paar Fehler passiert. Aber da habe man jetzt im Griff, man habe verbessert und man will das so darstellen, als funktioniere im Thurgau der Tierschutzvollzug richtig, obwohl die Kommission dort festgehalten hat, Vollzugsversagen war das Stichwort. Und das will man natürlich nicht, das ist eine Schande für den Staat, verliert er seine Glaubwürdigkeit und die Konsumenten verlieren die Lust auf Fleisch. Und deshalb einfach diese Bestrebungen, BDP, das ist ja eine Bauernpartei, noch schlimmer als die SVP. Ist das so? Ja, das ist so. Und
das ist die Agrolobby, die da hier einfach jetzt da lobbyiert und Politfilz steuert. Im Landkanton Thurgau hat die Agrolobby eine starke Stellung. Und das will man jetzt einfach unter den Teppich kehren mit Hilfe der Monopolzeitung, Thurgauer Zeitung, die da traditionell das Sprachrohr des Politfilzes ist. Aber da haben die Leute nicht mit Stricker TV gerechnet. Ganz genau. Wirklich unabhängigen, aufrichtig suchenden Kanal, der nach der Wahrheit sucht. Nichts behauptet hätte sie gefunden, aber zumindest redlich das versucht. Ja, es ist so. Das Internet mit den vielfältigen Medienmöglichkeiten, privaten und kleinräumigen, die durchbrechen natürlich jetzt das Monopol der drei großen Verlage, die alles in der Schweiz im Griff haben. Aber ja, natürlich, die haben immer noch eine starke Stellung, bis, ich denke, Tageszeitungen wird es nicht mehr lang haben. Das ist ein veraltetes Modell. Wer News will, Tagesnews, der interessiert sich preisgünstiger und rascher und direkter im Internet. Halt aber immer noch über die großen Plattformen 20 Minuten Tagesanzeiger. Natürlich, ja, ja. Und die spielen diese Macht aus. Da wird halt Politik betrieben mit dieser Macht. Und wie ist jetzt die Zukunft? Was ist deine konkrete Forderung? Hast du gesagt, sie müssten eine Gegendarstellung jetzt, also dich quasi jetzt einladen in die Sendung? Oder was ist deine Forderung auf dem Rechtsweg? Ja, da sind ja Recht darauf eingegangen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als auf Rechtsweg feststellen zu lassen, hier wurde Fake News veröffentlicht und wir wurden verleumdet, als unglaubwürdig dargestellt. Das ist natürlich nicht befriedigend, weil das geht jetzt ein Jahr mindestens, bis wir einen Entscheid haben. Dann haben die Leute alles vergessen. Und das ist natürlich der Vorteil des Politfilzes. Die haben eine Tageszeitung, die können jeden Tag neu verleumden. Wir haben eine Quartalszeitschrift. Wir haben natürlich nicht die gleiche Reichweite mit unseren Online-News. Da kämpfen wir natürlich ein David gegen Goliath, aber immerhin. Wen wählt man denn, wenn man den Politfilz stoppen will? Ich weiß es auch nicht, aber jedenfalls, ich weiß, wer ich sicher nicht wähle. Aber wer ich wählen soll, es ist wirklich schwierig. Im Kanton Thurgau hat es keine richtige Opposition. Wir haben eine Linke, Grüne, die machen ein bisschen Opposition, aber schön brav. Man ist der Filz, wenn es kritisch wird, ist der ganze Filz von links bis rechts geschlossen. Nein, man will niemanden abwählen und verbessern, das ist schon gut, aber dann halten alle wieder zusammen. Eine wirkliche Opposition haben wir nicht. Und eine gute Nachricht zum Schluss hast du auch nicht. Einfach, die Welt ist traurig und es bleibt so. Nein, es ist nicht so. Wir haben also an der Kundgebung am Samstag schon sehr viele positive Reaktionen erhalten und gemerkt, das wird schon durchschaut. Jetzt gerade dieser krasse Fall Hevenhofen, da hat die Regierung wirklich ein schlechtes Bild gemacht und mit diesen Verarmungen, das ist schlecht angekommen. Also aber man kann keine Opposition wählen, keine echte Opposition wählen, dann hat es auch keine Konsequenzen eigentlich. Ja, das ist natürlich jetzt politisch ist das so. Auf der anderen Seite, ich sage immer, schon längere Zeit, diese Tierquälerei, diese Massentierquälerei mit Nutztieren, die kann man rechtlich, politisch, das ist nicht in Sicht, dass man da wirklich etwas korrigieren könnte, aber man kann natürlich vegan sich ernähren. Jeder, der diesen Schritt macht, reduziert augenblicklich das Tierelend um seinen Anteil. Und ich habe gerade jetzt kürzlich wieder gehört, der Veganismus ist sehr im Kommen. Nicht nur wegen reinen Veganern, sondern auch, weil viele Leute, die nicht konsequent vegan sind, immer mehr solche Produkte essen. Coop hat jetzt angekündigt, veganen Käse in das Sortiment aufzunehmen. Es gibt sehr feinen veganen Käse. Mhm. Und hat das so begründet, dass eben viele Leute einfach ein weniger tierisches essen wollen, obwohl die nicht jetzt richtig Veganer sind. Aber ich glaube, in einer breiten Bevölkerung wachsender Anteil ist einfach die Bereitschaft, das mindestens zu reduzieren. Ja. Und es geht wirklich sehr stark
wenn man in dieser Richtung von zunehmender veganer Ernährung, historisch Maßstäben gesehen, geht es sehr rasch jetzt in den letzten Jahren. Wenn die Hälfte der Bevölkerung nur noch die Hälfte an Fleisch konsumiert, ist ein Viertel des Tierleids von der Schweiz verschwunden. Ja, man kann es so rechnen, ja. Und Chicken Nuggets bei Aldi sind super. Also die Faked, nicht echte Chicken Nuggets, sind so Gemüsenuggets. Aber immer wenn ich Lust habe auf Fast Food, dann ziehe ich mir diese rein. Genau. Also deshalb bin ich nicht hoffnungslos, wenn man nur auf die Politik sich verlassen müsse, dann wäre es einfach zum Verzweifeln. Ich finde es auch schön bei Aldi, dass diese veganer Sachen wirklich unmittelbar ans Fleisch angrenzend, dass sie wirklich sagen, dass man nicht irgendwie ins Gemüseregal gehen muss. Das finde ich echt gut gelöst. Ja. Mhm. Aber es gab ja auch diese Diskussion, dass ja die Fleischlobby ja gesagt hat, man dürfe etwas nicht Schnitzel nennen, was nicht Fleisch ist. Das ist natürlich ein Rückzugsgefecht der Fleischmafia, das ist ganz klar. Langsam wird es ein bisschen unheimlich, je mehr Veganismus zunimmt. Mhm. Und jetzt versuchen sie, das sind also hilflose Rettungsversuche. Jetzt wollen sie verbieten, dass man Fegischnitzel sagen darf, weil Fegischnitzel könnte falsch verstanden werden und die Leute könnten meinen, dass ein Fegischnitzel Fleisch enthält. Und ich überlege darum, eine Petition zu starten, dass Fleischkäse verboten wird, weil Fleischkäse ist kein Käse. Und der Wurstsalat, also das ist eine absolute Beleidigung für jeden Veganer. Ich bin kein Veganer, aber es Wurstsalat vegane Würste. Das ist der Fake-Titel überhaupt, oder? Ja. Aber eben, das sind Rückzugsgefechte. Im Zusammenhang mit dieser Coop-Neuigkeit wurde auch erwähnt, Emmi, das ist ja der klassische Milchproduzent, der produziert jetzt vegane Milchersatzprodukte, vegane Joghurt, verschiedene vegane Produkte. Und ich habe ja produziert, er muss Zukunft denken und springt auf diesen Markt auf. Also, und das hat den Vorteil, Emmi muss dann also keine Angst haben vor Veganismus, wie die Fleischlobby. Genau, und das ist hoffnungsvoll. Ja. Aber das Thema, ich habe ja bei Joghurt dank dir gegessen, ein veganes, und es war viel leichter im Bauch. Und es war wirklich besser, kann man sagen. Ja. Es war wirklich besser, weil eben nach dem Essen man sich auch leichter fühlt. Das Problem war einfach ein halber Liter Joghurt, der kostet 5 Franken. Ist und toll, das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass Fleisch und Milch auch subventioniert wird natürlich und dass halt nur kleine Mengen jetzt an Joghurts produziert werden, halt nur kleine Anbieter das verteilen, aber wenn eben ein Emmi oder so das aufgreift und ein Großverteil das aufgreift, da könnte es dann schon sein, dass man auch preislich zumindest ins selbe Feld vordringt und dann wird es Mainstream. Dann also das überrascht mich nicht, dass du das sagst, das ist eigentlich besser als das Original. Es stimmt, man redet immer so von Alternativen, von Ersatzprodukten, Fleischersatzprodukte. Und das weckt dann immer die Vorstellung, es ist ein Ersatz, ist immer eben nicht das Original, es ist ein Kompromiss. Und ich stelle immer wieder fest, diese sogenannten Ersatzprodukte, die veganen Alternativen, die sind oft besser als das Original, das tierische Original. Das sehr oft mache ich diese Erfahrung. Und man muss sich von der Vorstellung lösen, es sei ein kulinarischer Rückschritt, wenn man zu veganen Produkten wechselt. Oft ist das auch kulinarisch ein Fortschritt. Und dort sehe ich eben die große Chance, dass man auch die Masse erreicht eines Tages, weil es auch gesünder ist, das tierische. Ich meine, ich will nicht behaupten, alle veganen Produkte seien gesund. Fertigprodukte sind eigentlich nicht das, was man täglich essen sollte, auch egal was. Aber es ist natürlich schon so, dass die tierischen Fette und Eiweiße, die sind nicht gesund. Und da weiß man, dass ein wesentlicher Anteil an Zivilisationskrankheiten. Und da auf Sojabasis sollte man auch nicht sich täglich vollessen. Aber das ist dann, wenn schon, ist das schon auch eine gesündere Alternative. Dann träumen wir von einer Welt, wo die Fegischnitzel verschwunden sind und so noch Fleischschnitzel heißt. Weil die wenigen Anbieter, die noch Fleisch verkaufen, es so deklarieren müssen, dass die Leute wissen, dass da Fleisch drin ist und nicht vegan. Okay, vielen Dank, Kevin. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden. Ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen. Wenn ihr was schreiben wollt, bitte in den Kommentaren. Wir lesen sie alle durch. Manchmal kommentieren wir auch und antworten auch darauf, wenn sie einigermaßen anständig sind. Und liked bitte den Kanal, verbreitet ihn auf den sozialen Medien, denn die Wahrheit hat es verdient, verbreitet zu werden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.